بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Denkt bitte alle daran, die aufrichtige Absicht für Allah im Herzen zu fassen. Allah, der Erhabene, hat im Koran die Personen gelobt, die auf ihre Reinheit achten. Allah sagt, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Es bedeutet, Allah liebt diejenigen, die ihre Sünden bereuen. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Jene und Allah liebt auch jene, die auf ihre Reinheit achten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: At-tuhuru shatrul iman. At-tuhur. At-tuhuru shatrul iman. Also, die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Die Reinheit, also dass man die Teilwaschung vollzieht, die Großwaschung, Unreinheiten beseitigt, ist die Hälfte des Glaubens. Das bedeutet, wie viel Belohnung bekommt man für den islamischen Glauben? Die Hälfte davon bekommt man für die richtige Ausführung der Reinheit. Ganz wichtig, dass wir die Reinheit lernen und ganz wichtig, dass wir die Reinheit richtig praktizieren und ganz wichtig, dass wir uns nicht schämen, diese zu lernen. Denn wenn Allah für jemanden Gutes gewollt hat, dann lässt Allah diesen die Reinheit lernen, verstehen und richtig praktizieren. Bitte, liebe Brüder und Schwestern, die Reinheit bedarf großer Aufmerksamkeit, denn sie ist der Schlüssel zum Gebet. Ohne gültige Reinheit hat das Gebet keine Gültigkeit. Das Gebet ist nur mit gültiger Reinheit gültig. Und das Gebet ist die beste Tat nach dem Glauben an Allah und an seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Wie viele Gebete hat Allah uns auferlegt? 5. Nicht 6 und nicht weniger als 5. Sondern 5 Gebete hat Allah uns auferlegt. So sagte der Prophet Muhammad alaihi salatu wasallam. 5 salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. 5 Gebete hat Allah den Dienern auferlegt. Also 5 sind es. Es gibt Leute, die behaupten etwas anderes. Aber wir glauben dem Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam. 5 Gebete hat er gelehrt, hat er beigebracht. Nicht mehr und nicht weniger. Das sind die Pflichtgebete. Natürlich gibt es viele empfohlene Gebete. Wir sprechen hier über die Pflichtgebete. Es gibt viele empfohlene Gebete, zum Beispiel Tarawih-Gebete, Qiyam Ramadan, Duha-Gebet und so weiter. Die Pflichtgebete sind nur die 5, die wir kennen. Diese 5 sind das Morgengebet. Es ist das erste Gebet am Tag. Es hat 2 Raka'at. Das Mittagsgebet. Es hat 4 Raka'at. Das Nachmittagsgebet. Es hat 4 Raka'at. Das Abendgebet. Es hat 3 Raka'at. Und das Nachtgebet, damit wird der Tag abgeschlossen, hat 4 Raka'at. Hat 4 Gebetseinheiten. Liebe Brüder und Schwestern, diese Pflichtgebete haben Zeiten. Diese haben wir zu kennen. Nicht, wann sie von der Zeit her eintreten, nach Kalender, dass wir uns das alles merken. Na, wir müssen lernen, wie die Gebetszeiten eintreten und wie sie enden. Durch optische Beobachtung, dass man lernt, wann beginnt das Mittagsgebet, wenn ich mal keine Uhr und keinen Gebetskalender habe und keine App. Dass ich durch die Sonne, dass ich durch den Schatten, durch den Mond, die Sterne, die Gebetszeiten ermitteln kann.
Diese Angelegenheit ist eine Pflicht für jeden Verantwortlichen. Wie haben die Gefährten das gelernt? Die Gefährten haben auch gelernt, wie die Pflichtgebete eintreten und wie sie enden. Also diese Angelegenheit muss unbedingt gelernt werden, auch wenn es heutzutage Apps gibt oder Kalender gibt. Diese Angelegenheit entfällt nicht nur, weil es jetzt Apps gibt oder weil es diese Gebetskalender gibt. Das Mittagsgebet ist das erste Gebet, das der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam nach der Nachtreise und Himmelfahrt verrichtet hat. Das Mittagsgebet beginnt, wenn sich die Sonne vom Zenit neigt, also von der Mitte des Himmels neigt, Richtung Westen neigt. Auch wenn die Neigung ganz wenig ist, beginnt damit das Mittagsgebet. Das sehen wir auf dem Boden, so dass der Gegenstand einen Schatten hat. Wenn der Gegenstand einen Schatten hat und dieser Schatten wird nicht mehr kürzer, sondern wird jetzt länger und wandert Richtung Osten, dann beginnt das Mittagsgebet. Und das Mittagsgebet endet, wenn der Gegenstand einen Schatten hat, der genauso lang ist wie der Gegenstand selbst, plus der Länge des Zenitschattens. Jene, wie lang war der Schatten des Gegenstandes, als die Sonne in der Mitte des Himmels war? Diese Länge müssen wir uns merken. Dieser Schatten wird Zenitschatten genannt. Das Mittagsgebet endet, wenn der Schatten des Gegenstandes genauso lang ist wie der Gegenstand, plus Zenitschattenlänge. Also du zählst hier Gegenstandslänge plus Zenitschattenlänge. Wenn der Gegenstand so lang geworden ist, dann weißt du, das Mittagsgebet ist zu Ende und direkt danach beginnt das nächste Gebet, Salatul Asr. Das Nachmittagsgebet, seine Zeit beginnt nach der Mittagsgebetszeit und endet mit dem Sonnenuntergang. Also wenn die Sonne komplett untergegangen ist, endet das Nachmittagsgebet. Das heißt, wenn ein Teil der Sonne noch zu sehen ist, dann ist das Nachmittagsgebet noch nicht zu Ende. Wenn ein Teil der Sonne hinter dem Berg ist, dann ist das Nachmittagsgebet noch nicht zu Ende. Entscheidend ist die ebenerdige Aussicht. Das ist entscheidend. Das Nachmittagsgebet ist das beste Pflichtgebet und sollte nicht aufgeschoben werden. Und wenn man es so lange aufschiebt, dass man es eine halbe Stunde vor Ende der Nachmittagsgebetszeit verrichtet, dann begeht man eine Karaha. Also mit dem Gelbwerden der Sonne, das ungefähr eine halbe Stunde vor Ende der Nachmittagsgebetszeit, begeht man die Karaha, wenn man das Nachmittagsgebet absichtlich in dieser Zeit verrichtet. Bitte verrichtet die Gebete immer zu Beginn der Gebetszeit, das wäre besser. Ihr könnt aufschieben, aber achtet darauf, nicht zu sehr aufzuschieben. Das Abendgebet, seine Zeit beginnt nach dem Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang ist ein Merkmal dafür, dass das Nachmittagsgebet zu Ende ist und dass das Abendgebet eingetreten ist. Und erstreckt sich bis zur Auflösung der Abendröte. Das bedeutet, das Abendgebet ist zu Ende, wenn die Abendröte verschwindet. Allah ibarak fikum. Hier gibt es Autos, die weggeparkt werden müssen. Ein Nissan aus Gelsenkirchen B9582 und ein Volvo aus Essen MS110. Die sollten weggeparkt werden, damit nicht 110 kommt. Solange die Abendröte zu sehen ist, können wir das Abendgebet verrichten. Wenn aber die Abendröte verschwindet, dann ist das Abendgebet zu Ende. Was ist die Abendröte? Das ist die rötliche Färbung des Himmels Richtung Westen. Diese Abendröte erscheint, wenn die Sonne untergeht. Solange diese Abendröte zu sehen ist, kannst du das Abendgebet verrichten. Wenn sie verschwindet, ist das Abendgebet zu Ende. Das Nachtgebet, Isha,
Seine Zeit beginnt nach der Abendgebetszeit. Jene ihr merkt, die Gebetszeiten enden und dann beginnt direkt das nächste Gebet ohne Lücke. Und endet, also die Zeit des Nachtgebetes endet, mit der wahren Morgendämmerung. Das heißt, das Nachtgebet endet nicht um 12 Uhr nachts, sondern mit der wahren Morgendämmerung. Wenn die wahre Morgendämmerung aufkommt, dann endet das Nachtgebet. Was ist die wahre Morgendämmerung? Das ist ein Licht. Das ist ein horizontales Licht in der Breite. Das erscheint in Richtung Osten. Es beginnt dünn, ist zu Beginn mit einer rötlichen Farbe vermischt, weitet sich und breitet sich dann aus. Wenn dieses Licht zu sehen ist, dann endet das Nachtgebet. Dann ist das Nachtgebet zu Ende. Das Morgengebet, seine Zeit beginnt nach der Nachtgebetszeit. Also das Morgengebet beginnt mit dem Aufkommen der wahren Morgendämmerung, Al-Fajru As-Sadiq, und endet mit dem Sonnenaufgang. Bis wann können wir das Morgengebet verrichten? Solange die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Und auch hier sollten wir das Morgengebet nicht sehr lange aufschieben. Denn wenn die Morgenröte erscheint, dann beginnt die Karahat-Zeit. Also es ist Makruh, dass man das Morgengebet absichtlich so lange verspätet, dass die Morgenröte erscheint. Das ist so eine halbe Stunde vor dem Sonnenaufgang. Besser wäre, dass man die Gebete immer zu Beginn der Gebetszeit verrichtet. Liebe Brüder und Schwestern, achtet darauf, dass ihr beim Iftar euch vergewissert, dass die Abendgebetszeit eingetreten ist. Sucht euch nicht die Kalender aus, wo man weniger fasten soll und wo man länger essen kann, obwohl die Daten nicht stimmen, die da geschrieben wurden. Besser wäre, dass man immer auf der sicheren Seite ist. Wenn du dich vergewissert hast, dass die Abendgebetszeit eingetreten ist, dann verschiebe das Fastenbrechen nicht. Verschiebe das nicht. Schiebe das auch nicht auf. Sag nicht, yalla, ihtiyatan, so sicherheitshalber warte ich noch 15 Minuten, obwohl die Zeit schon eingetreten ist. Es ist eine gute Eigenschaft, wenn man sich von der Abendgebetszeit vergewissert hat und sie eingetreten ist und dass man das Fastenbrechen danach nicht aufschiebt. Und auch beim Morgengebet, diese Angelegenheit auch unbedingt beachten, barakallahu fikum. Das Fasten beginnt nicht mit dem Sonnenaufgang, sondern mit dem Aufkommen der wahren Morgendämmerung, also vor dem Sonnenaufgang. Leider gibt es einige Menschen, die dachten, dass das Fasten mit dem Sonnenaufgang beginnen würde. Das ist nicht so. Das beginnt mit dem Aufkommen der wahren Morgendämmerung. Diese Gebete müssen in ihren Zeiten verrichtet werden. Weder davor noch danach. Also könnte ich jetzt schon Asr beten? Nein. Denn die Zeit des Asr ist noch nicht eingetreten. Könnte ich jetzt das Morgengebet verrichten? Also, dass ich es nicht in der Morgengebetszeit verrichtet habe, sondern es aufgeschoben habe bis jetzt. Geht das? Darf man das? Nein. Aber wenn jemand das Morgengebet verpasst hat und es jetzt nachholt, dann hat das Gebet als Nachholgebet Gültigkeit. Hier eine wichtige Regel. Wie lange darf ich das Gebet aufschieben? So lange, dass ich noch alle Gebetseinheiten innerhalb der Gebetszeit verrichten kann. Wenn ich das Gebet aufschiebe, so lange, aber ich schaffe noch alle Gebetseinheiten innerhalb der Gebetszeit. Ich brauche zum Beispiel für 4 Raka'at 5 Minuten und beginne mit dem Gebet 5 Minuten vor Ende. Habe ich mit diesem Aufschieben eine Sünde begangen? Die Antwort lautet, nein. Warum nicht? Weil ich alle Gebetseinheiten innerhalb der Gebetszeit verrichtet habe. Aber wenn ich nicht alle schaffen würde innerhalb der Gebetszeit,
dann wäre dieses Aufschieben ohne Uzur, ohne entschuldbaren Grund verboten. Also das Gebet nicht vor der Zeit verrichten und auch nicht danach. Es gibt entschuldbare Gründe, wodurch man die Gebete zusammen beten darf. Und manchmal darf man auch die Gebete kürzen. Also wenn jemand zum Beispiel krank ist und er ist sehr krank, der hat zum Beispiel hohes Fieber. Diesem Muslim ist es erlaubt und gestattet, dass er zwei Gebete in einer Gebetszeit verrichtet. Aber ohne die Gebete zu kürzen. Er könnte Zuhur und Asr in einer Zeit beten. Mittagsgebet und Nachmittagsgebet in einer der beiden Zeiten. Und Abendgebet und Nachtgebet in einer der beiden Zeiten. Über wen reden wir gerade? Über den kranken Menschen, der an einer sehr schweren Krankheit leidet. Darf dieser Kranke die Gebete kürzen? Die Antwort lautet nein. Er betet 4-4. Ja? Maghrib 3, Fajr 2. Davon kürzt er nichts. Der Einzige, der kürzen darf, ist der Reisende, der Musafir. Der Reisende, der sich auf einer Qasr-Reise befindet, darf in diesem Fall die Gebete nicht nur zusammen beten, sondern auch kürzen. Also er darf Zuhr und Asr in einer Zeit verrichten. Maghrib und Isha in einer Zeit. Und die Gebete mit 4 Raka'at kürzt er auf 2. Und das Gebet mit 3 kürzt er nicht. Und das Gebet mit 2 Raka'at kürzt er auch nicht. Leider gibt es einige Menschen, die das nicht gelernt haben. Und dann die Gebete mit 2 und 3 Raka'at gekürzt haben. Auf wie viel haben sie gekürzt? Auf 1 Raka'a oder auf 1,5 Raka'a? Das geht nicht, das ist ungültig. Subhanallah. Was ist eine Qasr-Reise? Eine Qasr-Reise ist eine legitime Reise, in der man die Erlaubnis hat, das Gebet zu kürzen. Wenn jemand nach der Entfernung fragt, da sind sich die Gelehrten uneinig. Die Qasr-Reise hat eine Entfernung in der schafi'itischen Rechtsschule von 48 Meilen. 48 islamisch-rechtliche Mil. Wie viel ist ein Mil? Was für eine Entfernung, was für eine Längeneinheit hat ein Mil? 2000 Zira, also 2000 Ellen, von Fingerspitzen bis Ellenbogen. Das bedeutet, 48 Mil sind ungefähr 45 Kilometer. 45 Kilometer ist die Entfernung der Qasr-Reise. Nicht von Haustür zu Haustür, sondern von Stadtgrenze zu Stadtgrenze. Wenn du eine Qasr-Reise antrittst, du hast einen legitimen Grund dafür, dann darfst du auf deiner Reise, zum Beispiel von hier nach Hannover oder von hier nach Berlin, darfst du die Gebete kürzen und zusammen beten. Kürzen gerne die Gebete mit 4 Raka'at, betest du 2. Und 2 Gebete in einer Gebetszeit. Zuhur und Asr in einer der beiden Gebetszeiten. Maghrib und Isha in einer der beiden Gebetszeiten. Diese Pflichten müssen in ihren Zeiten verrichtet werden. Von wem? Wer ist dazu verpflichtet? Von jedem Muslim, der volljährig, geistig gesund und nicht im Zustand der Menstruation oder des Wochenflusses ist. Das bedeutet, wenn es ein Nicht-Muslim ist, dann sagen wir ihm nicht, steh auf und bete mit uns. Sondern wir sagen ihm, nimm den Islam an und dann verrichte das Gebet mit uns. Denn die religiöse Tat hat von einem Nicht-Muslim keine Gültigkeit. Volljährig, das bedeutet, jemand, der nicht volljährig ist, ist nicht zum Gebet verpflichtet. Aber der Erziehungsberechtigte muss das Kind zum Gebet auffordern, wenn das Kind, ob Junge oder Mädchen, das 7. Lebensjahr nach Mondkalender vollendet hat und unterscheidungsfähig geworden ist. Geistig gesund.
Das bedeutet, jemand, der geistig krank ist, geistesgestört ist, nicht bei Verstand ist, Majnun ist, der ist nicht zum Gebet verpflichtet. Und nicht im Zustand der Menstruation oder des Wochenflusses. Das bedeutet, die Frau, die im Zustand der Menstruation oder im Zustand des Wochenflusses ist, ist nicht verpflichtet, das Gebet zu verrichten. Und die Gebete, die sie in dieser Zeit verpasst hat, nicht gebetet hat, muss sie nicht nachholen. Allah hat es ihr erleichtert. Aber das Fasten, das sie aufgrund der Menstruation oder des Wochenflusses nicht verrichtet hat, muss sie nachholen. Was muss sie nachholen, wenn sie zum Beispiel wegen der Menstruation oder des Wochenflusses kein Gebet und kein Fasten verrichtet hat? Das Gebet muss sie nicht nachholen, wenn sie es wegen diesen unterlassen hat. Aber das Fasten muss sie nachholen, das sie wegen der Menstruation oder des Wochenflusses verpasst hat. Es ist, wie gesagt, verboten, die Gebete vor ihren Zeiten fortzuziehen oder bis nach ihren Zeiten ohne entschuldbaren Grund aufzuschieben. Lasst uns eine Sache erwähnen, die einige von uns betreffen könnte. Was ist, wenn jemand zum Beispiel ohnmächtig wird? Oder er fällt, sagen wir mal, ins Koma? Oder eine Frau bekommt ihre Menstruation? Dann schauen wir in diesem Fall, wann ist dieses Hindernis aufgetreten? Wann wurde dieser Mensch ohnmächtig? Wann ist er ins Koma gefallen? Wann hat die Frau ihre Menstruation bekommen? War das in einer Gebetszeit? Wenn nein, dann gibt es hier kein Gebet, dass die Person nachholen muss. Halas, war nicht in einer Gebetszeit. Was ist, wenn es aber in einer Gebetszeit war? Wenn die Person das Gebet bereits verrichtet hatte, halas, dann muss sie nichts nachholen. Wenn die Person aber das Gebet noch nicht verrichtet hatte und dann ins Koma gefallen ist, oder die Frau hat ihre Menstruation bekommen und dieser Zustand blieb bis nach Ende der Gebetszeit, was ist hier zu tun? Die Person schaut, wann ist das Gebet eingetreten und wann ist das Hindernis aufgetreten? Wann ist das Gebet eingetreten und wann ist sie ins Koma gefallen? Oder wann hat sie ihre Menstruation bekommen? Sie schaut, wenn zum Beispiel das Gebet um 13 Uhr begonnen hat und sie um 13.30 Uhr ins Koma gefallen ist, gab es eine Zeit, in der sie das Gebet hätte verrichten können? Ja, 30 Minuten reichen für das Gebet. In diesem Fall muss die Person das Gebet nachholen, wenn das Hindernis zu Ende ist. Hätte die Zeit aber nicht gereicht für das Gebet, dann muss sie das Gebet nicht nachholen. Denn sagen wir mal, das Gebet hat um 13 Uhr begonnen. Um 13.01 Uhr ist die Person ins Koma gefallen. Hätte sie in einer Minute das Mittagsgebet verrichten können? Die Antwort lautet nein. In diesem Fall muss sie das Gebet nicht nachholen. Und wenn jemand inkontinent ist, an einer Inkontinenz leidet, dann zählen wir nicht nur die Zeit für das Gebet, sondern auch die Zeit für die Reinheit. Dann schaut die Person, hätte sie in dieser Zeit die Reinheit und das Gebet verrichten können? Wenn ja, dann muss sie das Gebet nachholen. Wenn nicht, dann muss sie das Gebet nicht nachholen. Halle, wenn jemand fragt, warum wird hier denn die Zeit für die Reinheit mitberechnet? Weil eine inkontinente Person, ganz wichtig, auch jemand, der inkontinent ist, also einen ständigen Harnfluss hat, aus dem ständig Urin austritt, der muss auch beten. Da gibt es Regeln dafür. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber wenn zum Beispiel jemand inkontinent ist, dann darf er die Reinheit für das Gebet nicht vor der Gebetszeit vorziehen, sondern er darf die Reinheit für das Gebet erst ab Beginn der Gebetszeit vollziehen. Hier ein Beispiel. Haben wir schon Asr? Nein.
Jemand, der hat Inkontinenz, möchte Asr beten. Tayyib. Kann er jetzt schon Wudu machen dafür? Kann er jetzt schon die Teilwaschung für das Nachmittagsgebet machen? Die Antwort lautet nein. Wann erst? Erst ab Beginn der Nachmittagsgebetszeit, nicht davor. Deswegen wird in diesem Fall nicht nur die Zeit für das Gebet, sondern auch die Zeit für die Reinheit mitberechnet. Wenn das Hindernis endet, wie ist es dann? Gerade haben wir darüber gesprochen, dass das Hindernis auftritt. Wie ist es, wenn das Hindernis endet? Also der Koma-Patient erwacht oder der Ohnmächtige erwacht oder die Menstruation ist zu Ende bei der Frau oder der Wochenfluss ist zu Ende. Wie ist es dann? Wenn das Hindernis endet und es bleibt noch die Zeit, eine Takbira zu sagen, also von der Gebetszeit, bleibt noch die Zeit, eine Takbira zu sagen, so muss dieses Gebet verrichtet werden. Und auch das vorherige Gebet, wenn es mit dem Gebet zusammen gebetet werden kann. Tayyib, jemand lag im Koma und ist in der Nachmittagsgebetszeit wach geworden. Tayyib, muss er in diesem Fall das Nachmittagsgebet verrichten? Es kommt darauf an, wann er wach geworden ist. Wenn er gegen Ende der Nachmittagsgebetszeit wach geworden ist und es ist noch von der Nachmittagsgebetszeit die Dauer, um, sagen wir mal, eine Takbira zu sagen oder mehr, dann muss dieses Gebet verrichtet werden. Also entscheidend ist immer, dass die Person frei ist vom Hindernis für die Dauer einer Takbira in der Gebetszeit. Lasst uns ein Beispiel geben. Das sagen wir mal, ein Beispiel. Um 18 Uhr endet das Nachmittagsgebet. Der Koma-Patient ist um 17.30 Uhr wach geworden. Der war schon einen Monat lang im Koma. Tayyib, muss er das Nachmittagsgebet verrichten? Halla. Wir sprechen nicht darüber, dass er das jetzt sofort machen muss. Wenn er das sofort machen kann, ja. Aber manchmal liegt er da rum und voll die Schläuche und so weiter, der kann das dann nicht. Wir sprechen nicht darüber, ob jetzt sofort oder nicht. Das ist eine andere Sache. Aber sabatat fi zimmatihi, yani, ist er verpflichtet, es zu verrichten? Ist es ihm auferlegt zu verrichten? Die Antwort lautet ja. Denn in einer halben Stunde schafft man mindestens, wie viele Takbirat? Auf jeden Fall eine Takbira und mehr. Ja? Ein anderes Beispiel. Eine Frau hatte ihre Menstruation und um 17 Uhr ist die Menstruation zu Ende gegangen. Und es ist noch eine Stunde Zeit für das Asr-Gebet. In einer Stunde wäre es zu Ende. Dann würde das Abendgebet eintreten. Muss die Frau in diesem Fall das Nachmittagsgebet verrichten? Die Antwort lautet, ja, la'annu, es ist noch die Zeit, um mindestens eine Takbira zu sagen. Muss nur dieses Gebet verrichtet werden? Nein, auch das Gebet davor, wenn es zusammen gebetet werden kann auf Reise. Wir haben doch gerade gesagt, auf der Reise oder der Kranke, der an einer schweren Krankheit leidet, dürfen das Gebet zusammenbeten, also die Gebete zusammenbeten. Zuhur und Asr in einer der beiden Zeiten. Maghrib und Isha in einer der beiden Zeiten. Tayyib, das Hindernis endete in der Nachmittagsgebetszeit. In diesem Fall schauen wir, das Gebet davor kann mit dem Nachmittagsgebet verrichtet werden, also muss auch das vorherige Gebet verrichtet werden. Jetzt ein Beispiel. Wenn das Hindernis in der Mittagsgebetszeit endet und es ist noch die Zeit von einer Stunde bis zum Ende, muss in diesem Fall das Mittagsgebet verrichtet werden? Ja. Was mit dem Gebet davor? Was ist das Pflichtgebet vor dem Mittagsgebet? Das Morgengebet. Kann das Mittagsgebet mit dem Morgengebet auf der Reise in einer Zeit verrichtet werden? Die Antwort lautet, nein. Also muss das Gebet davor
nicht verrichtet werden, sondern in diesem Fall nur das Mittagsgebet. So müssen beide Gebete, das Nachmittags- und Mittagsgebet, verrichtet werden. Wenn das Hindernis vor dem Abendgebet entsprechend der Dauer, um eine Takbira zu sagen, endete. Wie auch beide Gebete, das Nacht- und Abendgebet, wenn das Hindernis entsprechend der Dauer, um eine Takbira zu sagen, vor der Morgendämmerung endete. Jene, diese Angelegenheiten sind wichtig, barakallahu fikum. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Wenn jemand eine Frage dazu hat, dann kann er sie nach dem Unterricht stellen, inshallah. Morgen sprechen wir über die Pflichten der Erziehungsberechtigten. Also wenn jemand Kinder hat, was ist er verpflichtet zu tun? Was muss er ihnen beibringen? Diese Kinder, die wir haben, die sind Verantwortung. Nicht nur, wir haben jetzt Kinder gezeugt, wir haben ein bisschen Spaß gehabt bei der Snainiye. Wisst ihr, was Snainiye bedeutet? Wenn das Kind den ersten Zahn bekommt und dann Torte hier und Geschenke da. Und wenn das Kind dann groß wird, kein Gebet, keine Ibadah. Die Eltern bringen dem Kind nichts von der Ibadah bei. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ja? Also wenn du Kinder hast, dann hast du große Verantwortung dafür. Und dann werden wir über die Teilwaschung sprechen, inshallah. Ja? Und dann werden wir weitermachen in der Tahara und dann das Gebet erwähnen, inshallah.